Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist die aus dem Krypto-Café. Ich bin euer Kryptotainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. So, heute, ja, als erstes nehme ich einen Hacker vom Hacker. Lustigerweise, also der Index Finance, das ist ein Projekt, was letztes Jahr gehackt worden ist, ja, über, ich glaube, 16 Millionen. Und damals hat der Hacker einfach die Aussage gemacht, ja gut, Code is Law, ja, das ist das, was seiner Meinung nach gilt. Und das heißt, wenn der Geld von den Index Finance entnimmt, weil Index Finance an der Stelle nicht in der Lage ist, richtigen Code zu schreiben, der fehlerfrei ist, ne, dann liegt es am Index Finance und nicht an ihm. Gut. Und jetzt ist natürlich ein anderer Hacker um die Ecke gekommen, weil vor 2 Wochen dieser Bug in dem Profanity-Tool bekannt geworden ist. Profanity-Tool ist ein Tool, um on-chain neue Adressen zu generieren. Ja. Und dieses Tool enthielt einen Fehler, wodurch man rückwärts aus dem Public Key, das ist praktisch euer Wallet-Adresse, den ihr sozusagen rausgeben könnt, ja, wo kein Risiko besteht, aus dem Public Key aber den Private Key herausfinden kann. Ja, und der neue Hacker hat sozusagen diesen Bug ausgenutzt und herausgefunden wohl, oh cool, der Index Finance Hacker hat damals auch diesen Tool benutzt, um seine Adressen zu generieren. Und da kann man hier sehen, ja, der hat als erstes direkt sich da dran gemacht, den Index Finance Hacker auszunehmen. Ja, lustigweise. Ja, hier unten die 7 oder 8 Transaktionen als erstes. Und zwar hat er den um 3,3 Millionen gebracht. Ja, ich finde das so lustig. Ja. Und kommen wir zum nächsten. Wintermute, ne, das war gestern die große Schlagzeile, die um 160 Millionen gebracht worden sind. Ja, die haben ein letztes Angebot, ne, abgegeben, offiziell on-chain, nachvollziehbar. Ihr wisst ja, ne, wenn man sowas schreibt, on-chain kann es niemals wieder gelöscht werden. Kann sozusagen auch der Hacker an der Stelle sich darauf berufen, ne, wenn er zukünftig Probleme kriegen sollte. Ne, die haben nämlich geschrieben, bis heute Abend, ja, 23.59 Uhr UST, das heißt 2 Stunden, ne, vor unserer Zeit, wenn es eine von euch sein sollte, der gerade zuschaut. Ja, der kann bis dahin, ne, alles außer 16 Millionen darf er behalten. 16 Millionen, ne? Also und den Rest zurückgeben, dann werden die ihn nicht verfolgen und ihn sogar als Whitehead ansehen. Ja, das heißt, dass er sozusagen an der Stelle eine Hilfe für den gewesen ist. Und naja, gut. Wir werden sehen, ihr dürft an der Stelle gerne Wetten abgeben. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Ethereum-System. Und wir haben jetzt, ne, heute Morgen, ja, erste Woche, ja, Proof of Stake vorbei. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, letzte Woche um die Uhrzeit saß ich tatsächlich noch gerade dabei, ne, als der Ethereum-Merge vor halbe Stunde abgeschlossen worden ist. Ja, und das war echt aufregendes Erlebnis gewesen. Und ja, jetzt kommen ganz langsam, ne, ich meine, bislang ist alles relativ gut gelaufen. Aber ja, viele merken jetzt, okay, das sind tatsächlich neue Sachen, die dabei herauskommen, ja, die man vielleicht vorher nicht so gesehen hat, weil, ne, als es alles auf Beacon Chain lief, ja, mussten die Clients an der Stelle nur, ne, die Hälfte der Arbeit leisten, ja, nämlich nur diese Konsensus. Und jetzt, wo auf den Clients auch Execution Clients laufen, ja, beides, ne, sind 2 Teile von diesem Ethereum Blockchain, ist natürlich so, dass die Belastung für diesen Clients, ne, die, es gibt ja sogar, ne, Clients, die auf Raspberry Pi gelaufen sind, ja, also so niedrig die Anforderungen waren. Und das ist auch, ne, was Ethereum, sag ich mal, die Ethereum-Leute oder, ne, Befürworter von Ethereum immer sagen, hey, ne, das ist so einfach die Einstiegsschwelle im Vergleich zu allen anderen, vor allem zu Proof of Work. Ne, du kannst auf einem uralten Rechner zu Hause schon Staking und Ethereum-Node betreiben, ja, und das ist eben dieser niedrige Schwelle Zugang, ja, was natürlich auch für die Dezentralisierung spricht. Aber, naja gut, jetzt kommt halt heraus, dass tatsächlich mehr Probleme dabei sind, ne, Hardware, also nicht, was die Software angeht, das heißt, man braucht schon eine etwas höherwertigeren Hardware, vielleicht kein Gaming-PC, ja, aber eine schnelle SSD. Und ja, es gibt einiges, also was noch zu verbessern gibt bei den Clients, und das sind die aktuell tatsächlich auch schon dran. Das heißt, falls ihr, ne, an der Stelle ein Stake from Home betreibt, ja, einfach dranbleiben beim Team und ja. Und wir sehen bei Lido, ne, das ist ja auch zwar was viel Gegner von Ethereum immer sagt, hey, Lido, eine große Instanz, ja, über 30% vom gesamten Ethereum-Ökosystem, ja, auch noch in den USA ansässig, das ist zu gefährlich. Da muss man einfach verstehen, Lido, ne, ihr seht hier, hat insgesamt 20 Validatoren, die unter, ne, ihren Obhut, das ist wie, Lido ist der Türsteher, ja, und aber im Club drin, ja, was da alles für Bars, für Bartender und sonst was, wer da drin arbeitet, das
Ne, das entscheidet der Türsteher, aber der hat keine Macht darüber, was die Tür, was die Barleute im Club wen was servieren. Ja, das entscheiden immer noch die Barkeeper selbst. Und das ist ne, das, was oft natürlich kritisiert wird, dass Lido zentralisiert ist. Lido hat keine Macht darüber, ja, was die Validatoren da drin zensieren oder nicht zensieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man sieht auch hier, ne, auch die Validatoren, die hochprofessionell sind, ja, das sind ja ausgewählte Validatoren, die von Lido ne, für ihren Zuverlässigkeit und sonst was nämlich genommen werden. Da ist eins, der heißt Chorus One, ja, der ist in den letzten Stunden mehrfach ausgefallen, was die Block Proposals angeht. Ja, das heißt, ne, auch da dort, die pflegen natürlich ihre eigene Infrastruktur, ja, und dass es eben kein Zuckerschlecken ist, ja, auch dort, sag ich mal, einen Validator-Service zu betreiben. Ja, und der dritte Punkt, ja, wir haben bei Ethereum, ne, und das ist auch eins, was ich in eins meiner Videos vorher gezeigt habe, dass man mit Uniswap tatsächlich, das mache ich in letzter Zeit, merke ich auch mir selbst, dass ich das viel öfters mache, als nur ein Stop-Order auf 1-Inch abzusetzen, ja. Und zwar auf Uniswap ne, könnt ihr eben mit sehr engen Range arbeiten und wenn ihr diesen Range außerhalb des aktuellen Kurses platziert, ja, da habt ihr effektiv einen Stop-Order. Entweder Stop-Buy oder ne, Stop-Sell-Order, wenn es oberhalb oder unterhalb ist. Und dieser Wahl hier ne, hat bei 1582 Dollar seinen Sell-Order sozusagen platziert und das ist über 40 Millionen Dollar, ja, also wertigen ETH, das sind ja, 30.000 ETH und das erzeugt dann so einen fetten Balken auf der Chart, dass man alles andere nicht mehr sieht. Also ich denke davon, der hat wahrscheinlich ne, gehofft, dass er durch diese FOMC-Nachricht gestern, ja, dass alles nach oben schießt, ja, wenn ich, sag ich mal, relativ locker das Ganze anpacken, ist aber leider nicht so gekommen. Und ja. Ein neues Protokoll. Wir haben bestimmt einige neue Protokolle, die ich jetzt gesehen habe und auch bei mir auf die Watchlist gepackt habe. Das heißt, da gibt es einiges zu tun. Ja, kommen einige neue Videos in nächster Zeit. Und eines davon ist Contango. Ja, Contango. Sind noch nicht richtig gelauncht, aber man kann sich schon voranmelden. Die bieten ne, dieses komplett neue Instrument, was es bisher eben noch nicht gibt. Und das ist Futures. Ja, Futures ist ja normalerweise unendlich laufend. Ne? Das ist wie, ich sag mal, das ist wie Casino. Ja, du wettest einfach auf den Kurs ne? Und ne, das bewegt sich einfach mit dem, wie der Echtzeitkurs, nur dass es eben ohne dieses Problem mit der echten Liquidität hat. Ja, und das ist auch das, ne, was immer auf den Exchanges, zum Beispiel in den USA auch, ne, Bitcoin Futures, Ethereum Futures, alles Futures gibt es, aber echte ne, gibt es eben nicht ETF. Und jetzt kommt Contago und sagt, hey, ne, wir packen auf den Futures dieses Ablaufdatum drauf, ja, wie bei Optionen. Und wie die das machen, die haben hier einen Artikel, der das sehr gut erklärt. Ja, die gehen im Hintergrund, leihen sich das Geld, also ne, dass, wenn ein Trader, sag ich mal, Long-Position Future mit einem Enddatum eingeht, leihen die sich das Geld von den Lending-Plattformen zum Fixzins, ja, wandeln das Geld um in diese Ethereum zum Beispiel, ja, geben das Ethereum wieder zurück auf die Exchange, sozusagen als Lending-Position und sichern damit die Position ab. Ja. Also es ist ein interessantes System, ist nicht sehr kompliziert, aber ja, werde ich auf jeden Fall auch für euch untersuchen, sobald es rauskommt. So, wir haben Excalibur, ja, habe ich auch letztens drüber berichtet. Die sind kurz davor auch auf Arbitrum, ne, ihr seht, auf Arbitrum geht einiges ab und die haben sehr, sehr viel an dem System überarbeitet. Ich werde das definitiv etwas genauer unter die Lupe nehmen, weil beim letzten Mal, wo die auf Phantom gelauncht sind, Anfang des Jahres, war es halt nur eine reine Farming-Möglichkeit, ja, und das habe ich damals auch im Video gesagt. Ich werde da reingehen, ja, nur mit Stables, nur ne, diese Coin-Farmen komplett dumpen, sobald ich die habe. Und wieder raus, ja. Also praktisch relativ geringes Risiko, nur für die Yields. Und jetzt haben die, ne, und das ist vermutlich der Zug, auf den eben immer mehr eben aufspringen, diese konzentrierte Liquidität-Geschichte, ja, und zusätzlich noch dieses Bribing, was eben bekannt ist von Curve Convex, also Curve Wars, und ja, gucken wir uns mal an. Das nächste ist natürlich diese Zinsgeschichte, ne, gestern. Ja, ich meine, erwartet 75, 100, eins von beiden, ne, war mehr oder weniger eingepreist, aber viel wichtiger, das habe ich gestern auch im Twitter, in meinen Twitter nachgeschrieben, wenn ihr sowas zeitnah haben wollt, mir gern folgen, ist nämlich das, was die letztendlich aussagen, ja, bei der Pressekonferenz. Und was der Jerome Powell, sag ich mal, ne, kurz zusammengefasst gesagt hat, ist, ja, wir werden die Zinsen anziehen, ja, und wir werden die anziehen bis zum geht nicht mehr. Also, ne, es werden Schmerzen da sein und ne, das Wichtigste, wir werden das anhalten.
ja, diesen Schmerz. Und das ist wichtig, ja, weil, ne, deine Aussage ist, wir dürfen nicht zu schnell loslassen, ja, wie das in den 70er eben passiert ist, weil, ne, die Inflation ist außer seiner Meinung, das kann zwar langsam runtergehen, aber das warten nur darauf, ja, dass alles wieder locker wird, um wieder nach oben zu schießen. Und das dürfen die, ja, komplett überhaupt nicht zulassen. Ja, und deswegen werden die richtig fest anpacken und das richtig festhalten für längere Zeit. Ja. Das heißt, da soll man sich einfach auf den Markt drauf einstellen, dass es ziemlich schmerzhaft sein wird in nächster Zeit und auch für längere Zeit. Vor allem auch ein wichtiger Faktor, was er genannt hat, ist der Häusermarkt, ja, dass der sich komplett abkühlen muss, ja, weil nach seiner Meinung beziehungsweise von der Fed die Meinung ist, dass die Preise vor allem im Häusermarkt viel, viel zu hoch sind, ja, also übertrieben, und dass sie erst sich komplett abkühlen müssen. Ja, und der sagt ja selbst, ne, wenn ihr vorhabt, ne, vor allem als jüngere Leute, Häuser zu kaufen, haltet inne, ja, kauft erst nicht, wartet, bis die Preise unten sind. Ja. Ich meine, noch deutlicher kann man ja dann nicht mehr werden. Ja. Und das ist auch hier, was in dieser, ne, was man vergleichen kann, aktuell, wenn die Zinsen eben noch mehr steigen, werden eben die Kosten extrem in die Höhe gehen, wenn ihr euch Geld leiht. Ja. Wenn ihr sagt, hey, ich habe eine Sporttasche voll Bargeld, ja, 500er Scheine, dann ist natürlich was anderes. Ja. Aber die meisten Menschen leihen sich eben Geld, um Häuser zu kaufen. Und aber auf der anderen Seite, ne, wenn ihr vorhabt, ja, sagt, hey, Krypto und so, das ist ja nichts für mich, aber Immobilien, das ist meine Spezialität, ich meine, ich kenne da einen oder anderen, dann ist tatsächlich so, jetzt ist der beste Zeitpunkt, ja, Bargeld auf die Seite zu schaffen und, ja, wenn tatsächlich die Preise unten sind, dann nochmal eins draufschlagen, ja, da, hey, ja, alles Cash auf die Hand, ne, gib mir noch 5% oben drauf, fertig, ja. Da kann man, denke ich, in den nächsten 12 bis 24 Monaten einiges abgreifen. Wie gesagt, ich bin kein Finanzberater und vor allem kein Immobilienhai an der Stelle. Also nur dann reingehen, wenn ihr auch wirklich Experte da drin seid oder Leute kennt, die sich damit auskennen. Und wir haben multichain.org angeblich down oder nicht down, je nachdem. Cryptoconum ist natürlich ein der größeren Player im Twitter-Space. Das heißt, ich habe das jetzt selbst nicht verifiziert, aber ich gehe mal davon aus, dass er hier kein FUD verbreitet, sondern tatsächlich so ist. Also denkt dran, ne, wenn ihr jetzt bridgen wollt, Multi-Chain, vielleicht mal mit kleineren Beträgen, das ist auch, was ich in der Regel immer zuerst mache, ja, mit 0,01, also $10 mal probieren, ob eine Chain funktioniert, also ein Bridge funktioniert, und wenn die funktioniert, erst dann im zweiten Schritt, ne, das Geld richtig transferieren. Und ja, angeblich down, vor allem was Stablecoin-Bridging angeht, mal gucken. Und ein Meme am Ende des Tages, ja, muss sein, ne? Die Entertainment-Faktor muss kommen. Also, I will build a startup, also ich werde ein Startup bauen, ne? Das ist das Clown-Bild daneben, ne? Malt sich das Gesicht weiß und werde dadurch reich werden. Okay, Startup hat nicht funktioniert, lass uns einen Kurs daraus machen. Ich meine, das ist das, was man den meisten YouTubern, ne, theoretisch vorwerfen könnte. Lass uns einen Kurs machen. Okay, Kurs hat nicht geklappt. Es ist Zeit, eine bezahlte Community zu bauen. Ich meine, wenn ich das allein lese, ja, fällt mir so viel ein, ne, die natürlich diese Paid-Community und sowas machen. Und ja, als letztes, gut, Paid-Community hat auch nicht funktioniert. Lass uns einfach Ratschläge auf Twitter abgeben. Ja, das war es auch schon heute aus dem Krypto-Café für euch. Mein Name ist G. Ciao, ciao.